Hi Leute und willkommen zu einem neuen Age of History 2 Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir mal ein bisschen was anderes machen, und zwar habe ich hier das mongolische Reich ins Spiel gebracht. Dazu muss ich aber mal sagen, dass der Editor hier fürs Spiel absolut frustrierend ist. Unter anderem musste ich hier einige Hauptstädte löschen und auch einige Zivilisationen. Das war hier hinten eher weniger ein Problem, aber dadurch habe ich hier auch Rumänien gelöscht. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu schlimm für meine rumänischen Zuschauer hier. Vielleicht bringen wir mal irgendwann das rumänische Reich ins Spiel. Ich hasse mein Leben. Das mongolische Reich führt auf jeden Fall gerade deutlich. Dahinter sind die Vereinigten Staaten und Indien. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Ich habe vergessen, das Ganze hier zu erwähnen, aber ich denke mal, es ist klar, dass das hier auf der modernen Karte ist. China ist auf jeden Fall ganz weg und Russland hat auf jeden Fall einiges verloren. Ich habe versucht, die Grenzen der größten Ausbreitung der Mongolen zu nehmen. Als erstes greift Java Äthiopien oder Abyssinia den Sudan an und in Europa nimmt Polen Tschechien ein. Kolumbien kämpft mit Venezuela und Panama und Frankreich greift Spanien an. Ich glaube, Japan greift hier gerade das Mongolenreich an und Polen hier glaube ich nochmal Lettland. Tschechien ist auf jeden Fall annektiert und Bosnien hat gerade Kosovo angegriffen, aber Albanien hilft denen. Libyen hat Tunesien annektiert und die DR Kongo kämpft mit einigen. Italien wird hier angegriffen von Kroatien und Südafrika nimmt glaube ich Mosambik und Malawi ein. Die Vereinigten Staaten nehmen mal wieder Kanada ein und Argentinien Chile. Ungarn greift Bulgarien an und Italien muss natürlich mal wieder Albanien haben. Griechenland nimmt dafür Ungarn ein und Deutschland greift hier Schweden an, die Mongolei greift Japan an. Ehrlich gesagt kann ich nicht mehr so genau überblicken, was in Afrika passiert. Dänemark hat auch noch Schweden mit angegriffen. Kanada ist hier irgendwie wieder unabhängig, bis auf ich glaube diese Stämme hier. Dafür wird jetzt Mexiko eingenommen. Argentinien und Brasilien sehen am besten in Südamerika aus und Deutschland wird vom Vereinigten Königreich eingenommen. Österreich will anscheinend wieder Österreich-Ungarn haben und die Schweiz hilft jetzt hier gerade Spanien. Belgien hat einiges an die Niederlande verloren, dafür aber Luxemburg annektiert und Uganda hat für seine kleine Größe ziemlich viel annektiert. Ähnliches gilt für die DR Kongo. Südafrika hat auf jeden Fall einiges verloren und Russland wird hier gerade angegriffen, ich glaube sogar von Japan. Myanmar verliert gerade gegen Bangladesch um die Vorherrschaft in Südostasien und Polen nimmt auch noch hier Finnland ein. Deutschland hat den Angriff der Briten überlebt, Frankreich hat aber einiges verloren. Guatemala sieht ziemlich gut in Mittelamerika aus, gerade führt aber immer noch deutlich das Mongolische Reich. Bolivien ist aus irgendeinem Grund einfach mal auf Rang 6. Die sehen eigentlich auch ganz gut in Südamerika aus. Argentinien kämpft hier gerade mit Brasilien und die Vereinigten Staaten nehmen mehr und mehr von Mexiko ein. Polen hat hier einfach mal Deutschland angegriffen und nimmt die ein. Okay. Und das gleiche gilt hier für Belgien. Die nehmen Spanien ein. Ich weiß mal wieder, Algerien ist hier. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Commentary geben soll. Das ist mal wieder sehr, sehr cursed. Und weiterhin sind die Regionen vom ehemaligen Rumänien komplett leer. Die Mongolen machen hier aber gerade eigentlich gar nichts. Dafür hat Saudi-Arabien gerade 5-6 Nachbarn annektiert. Warum ist hier Pakistan? Das mongolische Reich hat doch was gemacht und zwar hier Dänemark annektiert. Österreich kämpft hier gegen Italien und Kanada nimmt wieder mal Grönland ein. Das mongolische Reich ist einfach mal komplett bis hier Mitteleuropa vorgedrungen. Auf einmal haben wir hier auch ein Cameo von Böhm. Indien ist hier im heutigen Thailand. Norwegen greift die Reste von Schweden an. Beziehungsweise ist das gar nicht Schweden, sondern Russland, die sie angreifen. Frankreich ist mittlerweile, glaube ich, komplett eingenommen. Und die Niederlande hier ist jetzt nur noch in Deutschland. Okay. Deutschland nimmt hier gerade die Schweiz und noch irgendwen anderen mit ein. Sollte euch das Ganze hier gefallen, würde ich mich by the way über ein Like freuen. Wäre auf jeden Fall nice, wenn wir mal wieder 50 Likes schaffen würden. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und in der Beschreibung könnt ihr zur neuen Community-Wahl im April teilnehmen. Die Schweiz nimmt hier auf jeden Fall mal Spanien ein. Und die Mongolei hat Norwegen eingenommen. Die Türkei wurde von Italien annektiert. Die wollen hier anscheinend auch mal das Römische Reich zurückbringen. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass dazu auch Pommern gehört. Und das Vereinigte Königreich greift hier irgendwie gerade jenen in Nordafrika an. Hier hat tatsächlich die DR Kongo mit der meisten Kontrolle. Aber Tansania hier unten und Uganda greifen sie glaube ich an. Argentinien hat auf jeden Fall einiges in Südamerika verloren. Ägypten greift gerade den Sudan an, beziehungsweise werden sie angegriffen von Saudi-Arabien und dem anderen Staat hier. Und die Mongolen greifen hier jetzt endlich mal Russland an und sie nehmen sie auch einfach mal komplett ein. Ich wollte mal sagen, das war ein sehr schneller Krieg. Es hat wahrscheinlich irgendwie nicht mal 3 Jahre gedauert. Deutschland ist weniger Deutschland, sondern eher Skandinavien. Und das Vereinigte Königreich wurde gerade von irgendwem angegriffen. Algerien hat hier immer noch das Territorium in Europa und die Mongolei hat, glaube ich,
gerade Russland fast komplett annektiert. Pakistan greift Saudi-Arabien an. Syrien ist, glaube ich, wieder unabhängig. Zypern hat Nordzypern annektiert. Und Kanada wird hier von Bangladesch angegriffen. Ich weiß nicht, was ich hierzu mal wieder sagen soll. Und wie immer bin ich eigentlich mal sprachlos. Spanien nimmt hier gerade Nordwestafrika ein. Großbritannien wird hier wieder angegriffen. Und zwar von Italien. Und auch noch hier mit Deutschland. Also ein bisschen der Zweite Weltkrieg reloaded. Und St. Helena hat gerade die Schweiz angegriffen. Okay, das könnte hier wahrscheinlich schon das Ende von Spanien sein. Mexiko ist auf jeden Fall völlig annektiert. Beziehungsweise sind sie noch auf der Insel hier. Und Venezuela ist im Norden von Südamerika stark. Aber sie werden angegriffen hier von Bolivien. Die sind hier nämlich gerade so das größte Land im Kontinent. Wir sind im Jahr 1250. Und ich würde auf jeden Fall mal sagen, die Mongolen haben die Karte hier auf jeden Fall dominiert. Sie haben wahrscheinlich ungefähr fünfmal so viel wie der zweite Rang. Da sind sie interessanterweise vor Indien, Bangladesch und Pakistan. Italien ist nur auf Rang 5 und Deutschland und Österreich auf Rang 7 und 8. Die Vereinigten Staaten sind auf Rang 9 und Taiwan, die in diesem Video das einzige China waren, auf Rang 10. Damit würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Ich bin gerade ein bisschen müde, deswegen kann es sein, dass meine Stimme ein bisschen undeutlich war. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall gerne mal auf meinen Discord-Server joinen. Link dazu ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Mehr kann ich heute aber wirklich nicht sagen und ciao.